Okay Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Pokémon Platin mit einer epischen Musik. Chat versucht Kaskade zu erlernen. Aber Chat kann nur maximal 4 Attacken erlernen. Soll eine Attacke durch? Ja, soll es. Welche Attacke soll verlernt werden? Ja gut. Ist jetzt natürlich die Sache. Ich habe jetzt keinen Bock, 3 Wasserattacken drin zu haben. Deswegen verlerne ich jetzt einfach mal Wasserdüse. Auch wenn es leider eine First Priority Attack ist. Aber... naja. Lass mal, ne? Chat hat Wasserdüse vergessen. Und Chat erlernt Kaskade. Und ja, ich sehe es hier gerade. Wir haben ein Snibuna, also unser Bammy Bam hat sich entwickelt. Und ich glaube, Jan hat es mir auch schon gesagt, dass es hart war, eine Herzschuppe zu finden. Deswegen, ja, wir haben Nachthieb. Ja, Nachthieb, Lawine, Schwertanz und Metallklaue. Eigentlich ziemlich ein perfektes Attack-Ding. Und ja, jemand hat mir auf meine Folge auch geschrieben, ich soll ihm doch bitte Eisschlag, glaube ich, war es. Lernen? Nein, werde ich nicht. Ich finde Lawine einfach besser. Weil Lawine hat zwar einen niedrigeren Grundschaden, aber wenn es zuerst angegriffen wird, wird es verdoppelt. Und dadurch... Oh, und Knarkus hat sich entwickelt. Oder? Hat sich das entwickelt? Ich glaube schon. Ich dachte, es entwickelt sich erst auf Level 50. Ach, egal. Ja, ich bekomme nicht viele Entwicklungen in diesem Let's Play. Ja, was ich genau sagen wollte. Lawine ist an sich stärker als... Fahre ich eigentlich gerade in die richtige Richtung? Also Lawine ist nicht stärker als Frostschlag, aber wenn es verdoppelt wird, dann schon. Ich guck mal schnell auf die Karte. Karte. Ja, genau. Wir müssen zur Pokémon-Liga. Also auf zur Siegestraße. Oh, ja. Hi. Grüß dich. Ja. Badehosenmann. Mantrips. So. Los, Knarkus. Oh, wir haben Knirscher gelernt. Sehr schön. Finde ich gut. Jetzt langsam, aber sicher gefällt mir das. Ich würde jetzt doch gern Drachentanz können mit ihm. Dann wäre es relativ stark. Ja, mit Drachentanz ist so ein Drachen-Pokémon eher. Es ist imba. So, okay. Ja, machen wir mal Drachenklaue, damit wir ein bisschen Abwechslung drin haben. Hopp. Ich möchte jetzt noch Level 49 werden, dann muss Chris oder Jan nicht mehr so viel trainieren. Ich weiß nicht, müssen wir überhaupt trainieren für die Pokémon-Liga? Eigentlich sind sie schon relativ stark. Ich muss mal schauen, was die anderen Level sind von denen. Wahrscheinlich hat Chris nur Knarkus eingesetzt, so wie ich ihn kenne, weil er unbedingt die Pokémon-Arena haben wollte, weil er nichts anderes kann. Ja, ist nichts anderes trainiert worden. War mir irgendwie klar. Oh, ich lasse es jetzt auch sein. Ich will meinen Knarkus weiter trainieren. So. Nein, doch, passt. So. Ja, passt. Danke. Meister Marinus! Ich meine natürlich Wellenbrecher Marinus. Ich bitte um Entschuldigung. War das irgendwie sowas? Ich habe es nicht mehr gelesen können, weil es zu schnell war. Komme ich an dem vorbei? Ja. Ich habe nämlich keinen Bock zu kämpfen. Ja, wir wollen nämlich relativ schnell in die Pokémon-Liga kommen. Und dementsprechend müssen wir jetzt echt die Siegestraße hinter uns bringen. Und... Oh, Kotz. Bab, ein Pelipper. Ja. Hässliches Pokémon. Ich habe es immer gehasst. Wingull fand ich immer süß. Und dann habe ich gesehen, zu was es sich entwickelt. Und dann dachte ich mir nur noch, oh my fucking God.
So, Hyperball. Wow, den können wir natürlich gut gebrauchen, jetzt wo unser Team komplett ist. Ja, hi. Ich komme hierher, um den Pokémon-Liga mit eigenen Augen zu sehen. Und was sagt mir das jetzt? So. Ein Pidipa. Erdbeben natürlich, ja. Nein, Drachenklaue. Super. Portet 1, ja. Ja, ist okay. Du stirbst trotzdem. Es macht Spaß. Und ja, man sieht es wahrscheinlich unten schon nach der Uhrzeit. Also, ne, jetzt gerade nicht, aber, Gastrodon! Ja, komm. Ryu van Bam. Jan hat mich gerade gezwungen, noch aufzunehmen. Ich muss eigentlich ins Bett, weil ich morgen arbeite. Aber. Nö, 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 hat Jan gesagt. Er will trainieren. Das sagt er auf jeden Fall. Er will wahrscheinlich einfach nur aufnehmen. Aber gut, das... Dementsprechend bin ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so gesprächig wie der vom Maschok. Ja, können wir uns doch gleich draußen lassen. Denn... Ich bin dann doch schon etwas müde. So, Maschok wurde auch besiegt. Ryu van Bam hat einen Haufen... Erfahrungspunkt. Ich bin schockiert, nein, wirklich. Ich kann nicht mehr schneller lesen, denn, wer hat eigentlich den Scheiß ein? Na, egal. Ich frag gar nicht. Warum verschwinden... Das sind so selbstverschwindende Textboxen. Ich hasse sowas. Wenn ich mir was durchlese, möchte ich mir das in Ruhe durchlesen können. Oh, Pokéball, hi. Ein Tauchball. Den brauchen wir natürlich auch. So, ich benutze, glaube ich, mal einen Schutz. Schutz, 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 Schutz. Hauptschuss, hier. Okay. Ja. Danke. Und hier brauchen wir Kaskade. Chattige Chat, Kaskade. Und ja. Siegerstraße voraus. Das, wer schon die anderen Togethers angeschaut hat, ist sozusagen mein Hass, wie soll ich sagen, der Ort des Hasses für mich in jedem Pokémon-Spiel. Außer bei Schwarz und Weiß, da war die Siegerstraße einigermaßen cool. Aber hier, in jede Edition davor, war die Siegerstraße einfach nur das, was ich zu Tode hasse. Oh, ja, und ich kenne mich nicht mehr aus, also von daher lasst mir... Also versteinigt mich nicht, wenn ich mich jetzt extrem verle... Ich bin ein Psycho, ja, bla bla bla, Freak. Also steinigt mich bitte nicht, wenn ich mich hier nicht mehr auskenne. Alpollo. Lustknackos. Knirscher. Du, das ist sehr effektiv. Ich weiß, deswegen habe ich es ja gemacht. Gengar, hey, das können wir genauso machen. Ich frage mich sowieso, wie der einen Geist beißen will. Aber okay. Solange es Unlichtzähne sind, funktioniert das. Das ist sehr effektiv. Gengar wurde besiegt. Knarkus erhält 1872 Erfahrungspunkte. Galvor. Ach komm. Das gleiche Spielchen nochmal. Also mit Level 49 sind wir stärker. Auf jeden Fall. So. Knarkus hat 2049 Erfahrungspunkte gekriegt. Leck mich am Arsch. Das ist viel. So. Ich wollte den Pokéball hier oben haben.
TM41 Folterknecht, die werden wir nicht brauchen. Ne. Da geht's nicht hoch, genau, das weiß ich noch. Okay, ich muss da doch mit Kraxler hoch. Gut. Ich hoffe, Chris kommt dann wenigstens da durch. Boah, ich hab keine Ahnung, Leute. Ich hab keine Ahnung, wie die Siegesstraße hier ging. So, laufen wir hier mal entlang. Schutz wirkt nicht mehr. Das wollen wir doch mal sehen. Und wie Schutz wirkt. So, ja, ja. Hi Terra. Ach du Scheiße. Sehr viele Leben, was dieses Drecksviech besitzt. Und es kann sich heilen. Also als Tank extrem gemein. Da, seht ihr das? Es verliert so gut wie. Das verliert viel. Das war ein Volltreffer, oder? Das war kein Volltreffer? Wow, okay. Ja, ich komme. Togekriss, komm, Leute. Jetzt kommt dann gleich. Hä? Ein Flug-Pokémon gegen ein Eis-Pokémon? Aber warum? Weil wir Aura-Sphäre können. Deshalb. Ich will mal Togekriss auch wieder draußen haben. Und ich habe einfach mal gehofft. Ah, oh, schade. Okay. Ich habe eigentlich gehofft, dass es one-hittet. Aber. Eisstrahl one-hittet auf jeden Fall uns das auch nicht. Dafür haben wir zu viele Leben. Sehr schön. Okay, das wäre dann auch schon mal erledigt. Und was haben wir als nächstes? Welches Pokémon haben wir denn heute noch gar nicht eingesetzt? Magnetzone. Ja, was denn sonst? Da-da-da-da-da-da-da-da. Inferno haben wir übrigens heute auch noch nicht gesehen. Deswegen kämpfen wir gegen Magnezone und wir benutzen Flammenwurf. Boah, burn. Burn, baby, burn. Das ist leider ein Level über uns. Oh, ich sehe gerade, Knarkus ist das höchste vom ganzen Team. So, Magnezone wurde besiegt. Inferno erhält ordentliche Erfahrungspunkte, steigt ein Level und hat jetzt genau 150 KP. Yay. Okay, gehen wir da hoch? Ja, gehen wir mal da hoch. Wir haben, glaube ich, keinen Zertrümmerer mehr, ne? Ha, 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 ha. Ja, 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 ja. Wen lernen wir denn Zertrümmerer? Eieieiei. Nein, nein, Bammy Bam Bam nicht. Chatty Chat Chat ist schon so an. Na, Ryu von Bam kann ich es auch nicht antun. Schau mal, was hat hier in der Inferno denn alles drin? Ich schaue mich unten durch. Das darf Chris entscheiden. So. Ich habe eh nur noch eine Minute Zeit. Ja, ich hab's verstanden. Nein. Zertrümmer nicht erlernen. Ja. Okay, danke. Ich schaue mich jetzt unten erstmal durch. Und. Nein. Okay, es muss dann sein. Wir brauchen Stärke auch noch. Okay, das ist scheiße. Na gut. Lernen wir Zertrümmerer. Das kann den Knarkus alles. Gibt es da noch eine Attacke, die mich ziemlich. Die mir ziemlich am Arsch vorbeigeht? Ja, Kraxler eigentlich, aber.
Nein, Kraxler brauchen wir. Scheiße. Wisst ihr was, Leute? Das darf Chris entscheiden. Und, das machen wir so. So, so. Okay, gut. Nächste Folge Chris, die Folge danach Jan. Und danach gibt's wieder bei mir weiter. Leute, das war Pokémon Platin für heute. Wir sehen uns in 3 Folgen. Bis dann. Ciao.